Okay, und damit auf ein fünftes oder irgendwie so? Ich Ja, müsste passen. bin ein bisschen überfordert. Egal. Alle Session-Aufnahmen hier. Zumindest zu einem neuen Part von wir bewerten deutsche Süßigkeiten oder auch andere, ja, einfach Süßigkeiten in einer Tierlist, in einer Ja, Playlist. unsere Playlist. Das wird auch eine Playlist werden. Aber die, mit der habe ich eine Verbindung mit den nächsten. Das sind nämlich Das wird Honigbonbons. einfach gar nicht weniger. Das, nee, das sind, guck mal, das sind Honigbonbons. Zoom mal dran. Die kenne ich auch. Ja, die sind so gut. Die hatte ich auch immer. Wie hießen die? War das Tante Helma? Ich weiß es nicht mehr. Die Tante Helma. Ja, wie lange hatte ich die denn schon nicht mehr? Ich muss mir Honigbonbons kaufen, Aber die Mann. sind super. Das gibt's halt auch mit zusätzlich Honig, aber das ist ja nur Honig. Da gibt's ja noch andere Geschmäcker zusätzlich. Aber ich weiß, gibt's die noch zu kaufen eigentlich? Honigbonbons, ist das noch so eine Sache? Ich Glaubst du, weiß das gar nicht, setzt wann auch ich das auf? letzte Mal hatte. Nein, ich wollte es mir gerade aufschreiben, aber ich habe es noch nicht gemacht. Aber das ist halt wirklich was ganz anderes als so Ricola und sowas. Das Ding ist halt, was ist das? Ah, Jelly Jellybeans. Beans. Okay, nehmen wir jetzt allgemein Jellybeans oder? Die ekligen Versionen habe ich noch nie gegessen. Ich muss sagen, ich habe Jellybeans noch nie gegessen. Alles nicht. Noch nie in meinem Leben habe ich Jellybeans Alter, mein gegessen. Vater hat mal übel viele davon bestellt. Und teilweise, Alter, Zimt ist der Horror, von denen die gut schmecken. Das tut richtig weh im Mund. Kann das nicht beschreiben. Das ist, als ob du Ich einen will doch Löffel nicht Zimt in den Zimt Mund nimmst. zerstören einfach. Doch, deswegen, Alter, das Zimt tut weh. Ansonsten, ja, es ist halt irgendwie cool. Wenn ich jetzt so Habe ich im lieber nicht. Nachhinein drüber nachdenke, die waren gar nicht so gut. Glaube, ich habe eh lieber Skittles als die, aber Ja, auf ich jeden habe. Fall, Skittles ist dann besser. Aber okay, Jellybeans. Das Oh, sind diese Honigwaffeln. Honigwaffeln, Oh mein ne? Gott, Honigwaffeln sind so geil. Auf zweitbeste kommen die bei mir. Ich liebe die, die gab es auch beim Rewe, beste Wahl. Gibt es die Honigwaffeln oder bei anderen Anbietern? Aber Honigwaffeln sind so geil, Alter. Ja, aber so viel kann ich davon auch nicht. Ja, Das ist halt bei super. fast allem so. Die machen halt auch wirklich Oh. satt. Und dann jetzt sind wir wieder bei etwas, was sehr verklebt. Ja, und weißt du, wer verkleben mag? Oh nein. Ich weiß nicht, auch wenn ich vegan bin, so, das ist ja vegan, das kann ja gar nicht schmecken. Finde die Das ist richtig Quatsch. gut. Die schmecken Ich finde auch. vegane Gummibärchen, nicht weil sie vegan sind, aber die schmecken irgendwie richtig geil, finde ich. Das Ding ist halt wieder dieses Kleben. Und deswegen wollte ich es wieder eins niedriger setzen. Aber die sind schon. Kann man mal machen, auf Guck jeden dir doch mal hier Fall. ein bisschen. Vor allem das. Ist das eigentlich angelehnt an diesen Film damals von Til Schweiger? Nein. Mit kein Ohrhase und so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, nochmal Lakritz. Ich habe Die meine kenne Meinung zu ich. Lakritz gesagt, aber Die die kenne kenne ich ich. nicht. Oh mein Gott, die kenne ich. Und die würde ich sogar auf eins höher als kann man mal machen, muss man aber nicht setzen. Was das? Joghurt Gams? Oh, die habe ich auch schon mal gegessen. Habe ich auch schon gegessen, aber ich finde Also die Katjes Hasen sind ist. besser. Ja, Aber die klar. sind schon richtig nice. Aber die Aber die Hasen sind. sind schon. Ich würde die aber auch eins niedriger setzen, weil die sind schon gut, aber. Weiß nicht. Mir fehlt da was. Jetzt habe ich so viele Sachen, die ich wieder essen will. Oh. Also, es ist gut, Ich es ist werde wieder krass. dick, sagt sie. Du wirst wieder dick und ich werde erst mal dicker. Diese Playlist hat mich dick gemacht. Oh, also, Buenoella, das kommt ganz oben bei mir hin. Das Ganz oben Bueno ist nicht, aber mit. Bueno ist eine Sachen von Kinder, die ich mag. Sogar. Das ist mit. Oh, tut ein. Ja. Aber ich Weißt finde Teppi Hippo ist besser. du? Das ist mal. Ey, stopp, wir sind noch nicht da. Ja, da sind wir noch nicht, aber ich sag nur, es ist besser. Mehr haben wir noch nicht gesagt. Alter, Bueno ist so eine Liebe. Ist halt immer so schnell weg. Ich beiß da dreimal an, dann ist das alle. Ja, das ist halt Das so. ist halt ein negativer Punkt von Bueno. Das hat bei allen so, da beißt du alle bei jedem zweimal rein, dann ist weg. Noppers nicht. Knoppers isst man ja auch nicht, das kommt in die Biotonne, wie wir Das geht. gelernt haben. Oh, Kindercards sind super. Oh, Kindercards sind so gut. Ich habe Ja. die aber auch letztens erst kennengelernt. Die habe ich letztes Mal sehr viel gehabt, weiß ich nicht. Oh, die kommen bei mir aber auch eine Stufe unter Kinder Bueno, nehme ich alle her damit. Weil sie sind halt immer so in so ein Päckchen, sind immer zwei drin. Und Kann man in mit seinem einem Freund teilen. sind sechs drin oder so. Und es ist halt wieder dieses mit dieser Milchcreme und dieser Schokolade und überall, wo Milchcreme ist. Die meisten Sachen jedenfalls sind gut. Und die. Nee, genau, die sind nicht gut. Naja, doch.
Das ist immer wieder wenn wir irgendwann mal zusammenziehen, wird aber keiner dem anderen die Süßigkeiten wegessen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, außer die gute erste Reihe. Naja, teilweise. Na gut, das Einzige, was wir da, glaube ich, nicht gleich haben, ist vielleicht Katjes, das du hast, war da unten und die schlimm warst du weiter unten. Ja, aber auch nicht so extrem jetzt, also von daher. Genau, was ist das nächste? Oh mein Gott. Kinder-Country ist auch. Schlagt mich nicht, aber ich finde, das ist mit eins der schlimmsten Sachen von Kindern, obwohl ich weiß, dass die meisten das am meisten lieben. Raus. Du, nee, jetzt, husch, ich will dich nicht mehr sehen. Das habe ich ja vor kurzem in der Schule, da habe ich gesagt, Alter, will irgendwer Kinder-Country, ich will das echt nicht essen. Und dann, was, das kannst du doch nicht machen. Bist du verrückt, Alter? Also nee. Ich würde das. Es kommt nicht auf die gleiche Stufe wie Bueno, aber es kommt eins darunter, weil es ist halt mega geil. Ich liebe diese. Vor allem da kannst du, das kannst du dir gut aufteilen, da kannst du immer diese kleinen Vierecke nehmen und die kannst du essen. Ja, du kannst alle essen, brauchst du nicht teilen. Ja, das ist noch, aber, oh mein Gott, das ist doch was anderes mit diesen. So, Happy Hippo habe ich gesagt, eben schon, finde ich viel besser als Bueno. Das ist, glaube ich, meine Lieblingssache von Kindern. Okay. Ja, die sind übel geil, die mag ich. Hast du auch Milchcreme drin? Ne? Ja, das ist eine andere Milchcreme, die schmeckt. Alles klar. Aber die sind auch gut. Ich finde halt immer das Problem, wenn man die aufmacht, dann kommen die immer so. Ja, gibt aber auch Kinder Happy Hippos mit komplett Schokolade. Das sind heißen die auch Happy Hippo? Die kommen wahrscheinlich noch. Aber die sind auch gut, aber wie gesagt, Bueno ist für mich noch besser. Nee, die anderen sind, glaube ich, mit Karamell. Ja, da ist auch Karamell drin und so Schoko. Aber wir kommen noch dazu, glaube ich. Auf andere Art, aber genauso. Ja, da sind sie noch. Komm noch. Gächtchen nicht drin. Rauschen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie die genau heißen. Ja, wie viele kommen hier? Weiß auch nicht. Vielleicht sind das sogar Bierbus. So, Kinderjoy. Spielzeug ist nice, aber in diesem Fall. Das schmeckt eindeutig besser als überraschend. Das ist so ist lecker. Ist das auch. Das Essen, also das Zeug da selber richtig nice. Ich mag das. Das ist. Ja. Das kann man nicht vergleichen mit Ü-Ei. Nee, absolut nicht. Also, das ist einfach, wie gesagt, wieder ein Erlebnis, weil mit dem Löffel da drin. Alter, also der Löffel ist so trash, Junge. Der ist so Müll. Das ist so schlimm, Alter. Du hast das alles in der Hand danach, weil. Ah! Ich bin da Profi geworden, um das ordentlich zu essen. Nee. Aber es schmeckt gut. Oh, dieser Löffel ist trashy. Man macht einen besseren Löffel. Ich bin auch staatlich anerkannter Ü-Figuren-Sammler, müsst ihr wissen. Scheiße, jetzt kommen immer mehr Sachen von Kindern, die ich mag. Hör auf damit. Oh, Kinder-Pinguin finde ich aber nicht. Doch, das ist okay. Das ist ganz gut. Würdest sogar. Passt noch eins besser packen, aber nee. Ich glaube, das so hoch geht bei dir. So kalt aus dem Kühlschrank, Alter. Das ist richtig geil. Ich weiß nicht. Ich würde ziemlich nice machen, aber es ist halt. Dieses Knacken ist für mich zu viel. Nee, das ist das Beste daran. Das hat zu viel Widerstand. Das leistet mir zu viel Widerstand. Okay, das sind die Kleinkinder, die mag ich nicht so. Wenn Die größeren wären, die größeren finde ich eins besser, aber auch nicht gut. So, das interessiert mich. Hast du KitKat? Matcha, wie immer das heißt, die Grünen halt. Hast du die mal gegessen? Matcha, ja. Aber das habe ich noch nie gegessen. Ich sehe das immer, dass das viele verkosten und so. Aber das mit Matcha habe ich noch nie gegessen. Hier hat das die Freundin von meinem Onkel aus Thailand mitgebracht. Ja, jetzt geht's aber los. Also auf der einen Seite finde ich, die schmecken gut. Und aber auf der anderen Seite, das ist halt sozusagen weiße Schokolade mit Matcha. Und wir hatten noch nichts mit weißer Schokolade, aber das ist keine Schokolade. Oh, dann wird das bestimmt super. Die Matcha-Art davon finde ich. Es rettet. Eigentlich würde es ganz nach unten kommen, weil es weiße Schokolade ist. Aber das Matcha rettet es schon ziemlich. Du Monster. Das Matcha rettet es schon ziemlich. Ja, komm, wenn es nichts Besseres gibt, nehmen wir es. Nee, ich habe sogar noch eins weiter nach oben. Noch höher. Ja, das Matcha rettet das halt richtig. Aber dafür mag ich das normale KitKat nicht. Das normale KitKat? Nee, mach's auf eins höher. Nein. Ach. Nein! Das ist besser als diskutiert. Das ist besser als Duplo. Das stimmt eigentlich. Na, ja. Natürlich. Das ist besser als Duplo, jetzt komm. Das ist besser. Lass mich hier schon wieder zu viel beeinflusst. Ist es aber, weil du kannst KitKat viel mehr essen als Duplo. Duplo, da würde ich nach der ersten Riegel. Nach der ersten Riegel. Ach, schön. Wo ist das Esspapier? Ja, das Esspapier, das ist hier von Knuspi. Knuspi. Das hat absolut keinen Geschmack, aber es ist nice. Geht auch mal so im Gaumen dran, ey. Weil es schmeckt halt nach nichts, das Ergebnis ist nice, genauso wie mit. Bevor du wartest. Nein, stopp, das kommt jetzt nicht.
Auf den Puffreis könnt ihr warten. In der nächsten Folge gibt's Puffreis und vieles weitere. Vielleicht auch noch eine Oma. Ich weiß. Ach nein. Also, wenn euch der Part gefallen hat, nicht verpassen, Like da lassen. Und wir sehen uns in Part 6. Irgendwie so. Von der Süßigkeiten-Tierlist-Playlist von uns, Florian. So. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.